Nathalie und hier stehen vor euch oder sind sichtbar für euch die 3-Wochen-Karten für die kommende Woche. Angefangen mit der Siege, da geht es um die Stille. Da heißt es, erschaffe dir eine Zeit der Stille, um zu ruhen, zu meditieren und in dich zu gehen. Also in dich zu gehen ist hier dick unterstrichen geistig quasi. Es ist wirklich wichtig, dass ihr die Außenwelt auch wirklich draußen lasst die Woche. Dass ihr euch immer wieder besinnt, egal was euch im Außen begegnet, egal was da gerade tobt und macht und tut. Es ist viel los und man kann sich da mit vielen Dingen beschäftigen. Die meisten von uns jedenfalls sind da auf jeden Fall vielen Dingen ausgesetzt im Augenblick, die wir zu betrachten und zu beobachten haben, die uns natürlich so ein bisschen ablenken können. Aber die geistige Welt sagt, wichtig ist, dass man sich tatsächlich immer wieder besinnt, nach innen zu gehen und sich für sich selbst Zeit zu nehmen, tatsächlich wirklich sich auch an einen Ort oder so zu schaffen, vielleicht draußen in der Natur oder auch zu Hause im Haus oder in der Wohnung, wo man sich wirklich ungestört zurückziehen kann und mal ein bisschen meditieren kann. Beziehungsweise wirklich auch mal ruhen kann und letzten Endes sich wirklich um sich selbst kümmern kann. Ja, weil in dem Moment, wo man sich wirklich mit sich selbst beschäftigt, wo man ruht, wo man geistig Ruhe gibt vor allem und nicht dauernd so ein weder äußerliches noch innerliches Geplapper da am Laufen hat, dann hört man die geistige Welt einfach besser. Und die geistige Welt will auf jeden Fall individuell jedem Einzelnen durch die eigene innere Führung natürlich eben auch sagen, was gerade wichtig wäre zu sehen, was gerade wichtig wäre, sich darauf zu fokussieren, wie man Dinge vielleicht ganz gut sehen kann mit den Augen der eigenen inneren Führung, dass es teilweise ein ganz anderes Bild ist, das man da sieht, als wenn man mit seinem Verstand und seinem Ego guckt. Ja? Ganz, ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, dass man da wirklich mehr auf sich schaut und wie gesagt, innerlich, äußerlich das Plappern aufhört und wirklich sagt, okay, jetzt höre ich mir mal in meinem Innersten zu. Ja, ich gebe jetzt einfach mal nur Ruhe, entspanne mich, atme, konzentriere mich einfach nur so ein bisschen auf vielleicht eine schöne Musik, die man da laufen hat, eine schöne Meditationsmusik oder sowas oder Geräusche im Raum, mit denen man jetzt nichts assoziiert, wo man sich einfach nur drauf konzentrieren kann und sich entspannen kann. Ganz, 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 ganz wichtig, ihr Lieben. Denn die Rhiannon, die nächste Karte mit der Zauberin, da heißt es, du verfügst über magische Kräfte und kannst deine klare Absicht Wirklichkeit werden lassen. Diese klare Absicht muss man überhaupt erstmal haben. Und Klarheit bedeutet nicht nur, ich mache jetzt hier einfach irgendwas, sondern das bedeutet, dass man sich vollkommen klar ist, au ja, das ist der nächste Schritt, der fühlt sich von vorne bis hinten, oben und unten total gut an. Ja, das ist Klarheit. Und die bekommt man eben nur, wenn man wirklich nach innen hört. Wenn man wirklich sagt, okay, ich höre jetzt mal auf, mich da mit allen möglichen Sachen ablenken zu lassen, Menschen, Meinungen, Situationen, was auch immer. Und ich gehe jetzt einfach mal in mich und fühle mal in mich hinein, was will ich denn wirklich? Was ist denn wirklich ein Au ja? Weil dieser Weg ist der Weg dahin zur Wunscherfüllung. Ja, grundsätzlich. Es geht nie anders. Ihr kommt nie von einem Modus der Beschwerde oder des Mangels dahin, wo ihr hinwollt. Das kann rein physikalisch durch das Gesetz der Anziehung nicht passieren. Also heißt es, sich auf das zu fokussieren, wo man sich wirklich hinwünscht, wo man es wirklich sagt, oh ja, das wäre so toll, wenn ich das lebe, wenn ich das bin, wenn ich das ja, wie soll ich sagen, genieße, bla bla bla, ja, also es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und in dem Moment, wo ihr wirklich mit euch auf dem richtigen Weg seid, nämlich auf dem, dass ihr wirklich in aller Klarheit sagt, oh ja, den Schritt gehe ich jetzt als nächstes, dann seid ihr, dadurch, dass ihr eure Schwingung erhöht habt, dadurch, eure Eigenschwingung, durch positive Gedanken, durch dieses, ich freue mich jetzt über den nächsten Schritt, ich freue mich jetzt, dass ich auf mein Ziel zugehe, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Das ist eine sehr hohe Schwingung. Und diese hohe Schwingung tritt, oder beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, trägt dazu bei,
dass man für die gesamte Erde ein ganz, ganz, ganz großer Helfer ist. Ja, für diese Erdschwingung, die da ist. Denn die setzt sich aus natürlich auch diesen Schwingungen zusammen, die die Menschen hier verbreiten. Ja, und jeder, der die seine eigene Schwingung anhebt, trägt zur Anhöhung der Schwingung allgemein bei. Deswegen kam die Mavu mit der Mutter Erde, die dritte Karte. Du bist aufgerufen, dich für die Erde und die Umwelt zu engagieren. Egal wie ihr das tut, tut ihr das sprichwörtlich, dass ihr euch wirklich in irgendwelchen Umweltorganisationen engagiert, dass ihr euch im kleineren, lokaleren Bereich vielleicht engagiert, dass ihr vielleicht einfach, wenn ihr im Wald seid, den Müll aufhebt und wegschmeißt, da wo er hingehört, oder. Ja, oder einfach ein bisschen nachhaltigere Reinigungsmittel benutzt. Einfach alles, was dazu beiträgt, diesen Planeten ja, besser zu behandeln und eben da dann eben auch eine Erleichterung zu schaffen. Ja, aber das Wichtigste, ihr Lieben, ist tatsächlich, dass ihr eure eigene Schwingungsfrequenz anhebt. Das hebt wiederum die Gesamtschwingungsfrequenz an, was sehr hilfreich ist für alles, was da im Positiven kommt, für die individuelle Person oder eben auch für den Planeten insgesamt. Ja, also das muss man immer sehen. Ihr seid jeder für sich, seid ihr wirklich sehr, 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 sehr wichtig und definitiv sehr hilfreich mit einer Anhebung eurer Schwingung. Ja, und das kann nur passieren, wenn ihr euch über die richtigen Dinge Gedanken macht. Soll ich euch ausrichten, ihr Lieben. Dabei wünsche ich euch jetzt super viel Spaß und freue mich selbstverständlich wieder auf euch und auf die nächste Woche. Tschüss!